Als nächstes möchte ich jemanden ankündigen, der sich schon ganz lange mit dem Thema Verkehr zwischen Mainz und dem Rheingau-Taunus-Kreis beschäftigt und der ganz bewusst sagt, es ist eigentlich eine Schande, dass wir nicht mit abstimmen dürfen. Wir würden so gerne, liebe Wiesbadener und Wiesbadener, aber das wird er euch jetzt selber sagen. Herzlich willkommen hier auf der Bühne, Günther Düring, der Verkehrsdezernent des Rheingau-Taunus-Kreises. Ihr Applaus. Liebe Freundinnen und Freunde der Citybahn, es ist wunderbar, so viele Menschen hier auf dem Luisenplatz zu sehen, die sich zu der Citybahn bekennen. Sie stehen ein für eine Straßenbahn in Wiesbaden, die eine ganze Region verbinden soll, in der rund 700.000 Menschen leben, wohnen, arbeiten und auch ihre Freizeit verbringen. Der Rheingau-Taunus-Kreis steht hinter der Citybahn. Wir sind gute Nachbarn. Ich darf hier grüßen von Landrat Kilian und Bürgermeister Zehner als auch von Bürgermeister Oberndörfer, die zumindest mal jetzt im Geiste bei uns sind. Der Rheingau-Taunus-Kreis braucht die Citybahn dringender denn je. Denn in ihrem Einzugsbereich leben rund 70.000 Menschen und tagtäglich pendeln von der A etwa 10.000 Menschen nach Wiesbaden hinein. Mit dieser umweltfreundlichen, komfortablen, nachhaltigen Straßenbahn erreichen wir schneller denn je die Hochschule Rhein-Main, die Innenstadt von Wiesbaden oder aber auch den Hauptbahnhof oder aber auch die Stadt Mainz mit der Universität und wir können sogar bis zum ZDF fahren. Der Rheingau-Taunus-Kreis steht zur Citybahn. Am letzten Montag wurden mit breiter Mehrheit zwei Anträge von Gegnern der Citybahn abgebügelt im Kreistag. Für die Entwicklung des Rheingau-Taunus-Kreises, für die Entwicklung unserer Kreisstadt Bad Schwalbach und der größten Stadt im Rheingau-Taunus-Kreis, der Stadt Taunusstein, das ist übrigens der unmittelbare Nachbar zu Wiesbaden, ist die Citybahn für die Entwicklung eine elementare Basis. Beide Städte wollen die Citybahn. Für unsere heimische Wirtschaft wirkt der Bau der Citybahn wie ein Konjunkturprogramm. Und sie profitiert sowohl vom Bau als auch danach jahrzehntelang von den Aufträgen, die da sich dann ergeben werden und auch von den anderen Nebenerscheinungen, wie zum Beispiel, dass die Gewerbetreibenden nicht mehr so lange im Stau stehen müssen und unproduktiv Arbeitszeit verlieren. Aber auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, nicht nur aus dem Rheingau-Taunus-Kreis, freuen sich, entspannter auf ihre Arbeitsplätze nach Wiesbaden kommen zu können. Ich möchte den Initiatoren hier der Demonstration, der Bürgerinitiative Pro Bürger Citybahn recht herzlich bedanken und ich bitte einfach nochmal zu klatschen, das ist nicht selbstverständlich. Machen wir gemeinsam weiter, damit die Bürgerinnen und Bürger von Wiesbaden am 1. November sich für die Citybahn entscheiden und frohen Herzens sich für die Bahn entscheiden und stimmen. Dann stimmen sie nämlich auch für ihre guten Nachbarn ab, dem Rheingau-Taunus-Kreis und auch für Mainz. Und darauf freue ich mich, dass wir am 1. November unsere Citybahn hier auf eine breite Basis stellen können. Also, packen wir es an. Für die Citybahn!